Minilamp. Luft ist ein faszinierendes Element. Wussten Sie zum Beispiel, dass Luft richtig viel wiegt? Auf einer Fläche in der Größe einer Zeitung lastet das Gewicht eines mittelgroßen Elefanten. Halt, stopp, jetzt noch nicht. Das glauben Sie nicht? Ich werde es Ihnen mit einem einfachen Experiment beweisen. Dazu brauchen wir ein flaches Holzbrett, zum Beispiel ein Frühstücksbrettchen, eine Ringschraube, einen Handbohrer, eine Kombizange, einen stabilen Bindfaden aus Häkelgarn oder fester Wolle, einige alte Zeitungen, eine Schere, einen Arbeitshandschuh und einen möglichst glatten, ebenen Fußboden. Zunächst bohren Sie in die Mitte des Brettchens ein Loch. Und drehen die Ringschraube mit der Zange hinein. Breiten Sie nun darüber ein Zeitungsblatt aus und drücken Sie die Öse durch die Mitte der Zeitung. Schneiden Sie ein ca. 1,50 m langes Stück von dem Faden ab. Und binden Sie den Faden an die Öse. Legen Sie nun das Brett auf den Boden und streichen Sie die Zeitung glatt, sodass sie möglichst fest am Boden anliegt. Ziehen Sie den Handschuh an und wickeln Sie den Faden 2 bis 3 Mal um die Hand. Heben Sie nun das Brett mit der Zeitung langsam und möglichst senkrecht vom Fußboden hoch. Was passiert? Die Zeitung lässt sich ganz einfach vom Boden hochheben. Jetzt denken Sie vielleicht, na toll, und was soll mir das jetzt beweisen? Aber nicht so schnell. Wir wiederholen den Versuch noch einmal, allerdings ein klein wenig anders. Legen Sie das Brett wieder auf den Boden und streichen Sie die Zeitung noch einmal sorgfältig glatt. Nun ziehen Sie das Brett nicht langsam, sondern mit einem sehr schnellen und kräftigen Ruck senkrecht nach oben. Beobachten Sie genau, was passiert. Es ist erstaunlich. Der Faden reißt und die Zeitung hebt sich kaum vom Fußboden ab. Warum ist das so? Die gesamte Luftmasse vom Boden bis an die Grenze der Atmosphäre lastet auf der Zeitung. Das entspricht einem Gewicht von 1 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Für die Größe unseres Zeitungsblattes heißt das, es drücken ca. 4000 Kilogramm darauf. So, jetzt kannst du reinkommen. Das entspricht dem Gewicht von 50 Männern oder eben einem mittelgroßen Elefanten. Vielen Dank. Jetzt kannst du Tschüss sagen. Hebt man die Zeitung langsam hoch, strömen die Luftmoleküle darunter und sorgen für einen Druckausgleich. Der Luftdruck ist unter der Zeitung jetzt genauso groß wie über der Zeitung. Wird sie jedoch ruckartig angehoben, haben die Luftmoleküle nicht genügend Zeit, unter die Zeitung zu strömen. Denn das dauert einen Moment. Das gesamte Gewicht der Luft lastet immer noch auf der Zeitung. Unter ihr entsteht durch das Hochziehen ein Unterdruck, ein sogenannter Sog. Die Zeitung klebt regelrecht am Boden fest. Das ist zu viel für den Faden und er reißt. Erstaunlich, oder? Wenn Sie den Versuch nachmachen, achten Sie darauf, dass Sie leicht gebeugt über der Zeitung stehen und den Faden senkrecht nach oben ziehen. Wenn Sie schräg ziehen, funktioniert es nicht, da die Luft dann seitlich unter die Zeitung strömt. Lassen Sie sich nicht entmutigen, falls das nicht gleich beim ersten Mal klappt. Probieren Sie es einfach öfters. Es lohnt sich. Ihre Kinder werden auf jeden Fall staunen. Schreiben Sie uns gern in die Kommentare, ob es bei Ihnen gleich geklappt hat oder ob Sie mehrere Versuche gebraucht haben. Die Versuchsanleitung finden Sie unten in der Infobox. Beim nächsten Mal zeigen wir Ihnen mit einer Flasche und einem Luftballon, wie stark Luft sein kann. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Kanal und drücken Sie das kleine Glöckchen. Viel Spaß beim Nachmachen! Und jetzt. Entschuldigung.
Hat lange nicht gemacht. Nee, war meine die gesamte Luftmasse vom Boden bis an die Grenze des Universums. Ah, der Atmosphäre. Des Universums. Bis an die Grenzen. Was soll ich denn jetzt sagen?